Hi, hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem zweiten Kanal Bastian Mall. Ich hatte vor ein paar Wochen einen DM und Rossmann Haul gedreht und hatte das jetzt erst kürzlich hochgeladen. Und da war das Produkt Pickle Break von Diaderma mit dabei. Das ist ein Teebaumölprodukt, in dem eben Teebaumöl ist, Panthenol. Da sind ganz viele Öle mit drin, Orangenöl ist zum Beispiel auch mit drin und eben, ja, Alkohol. Teebaumöl sagt man ja sowieso eine sehr heilende Wirkung nach, vor allem was Pickel betrifft. Ich habe damals, als ich Akne hatte, pures Teebaumöl aus der Apotheke genommen und habe damit quasi schon meine Pickel immer ausgetrocknet quasi. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Produkt wirkt ganz gut. Ich hatte hier so viele kleine Mitesser, die sich schon leicht zu Pickel entwickelten. Und ich drehe das Ganze dann immer auf, nehme einen Q-Tip bzw. Stäbchen, halte das ran und lass den dann aufsaugen quasi und gehe dann mit dem Q-Tip so ein bisschen drüber, nur da, wo die Pickel sind. Auf der Nase hatte ich zum Beispiel einen, der ging sehr, sehr schnell wieder weg. Und ich muss sagen, ich vertrage das sehr gut. Der Geruch ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen so Teebaum, orangig. Das muss man mögen, das ist jetzt kein Parfum. Erwartet bitte nicht, dass das super toll riecht. Aber es riecht eben so, als würde es helfen. Und ja, ich streiche das dann immer da auf, wo ich gerade so die Pickel habe. Und ich muss sagen, ja, die Pickel gehen mit diesem Mittel schneller weg als sonst. Es brennt bei mir immer leicht auf der Haut, es ist bei mir gut verträglich und lässt sogar Mitesser tatsächlich so ein bisschen besser, ja, es trocknet halt ziemlich aus, ne? Und ist meiner Meinung nach ein gutes Produkt. Ich würde es mir wieder kaufen. Ich freue mich, dass ich es mal ausprobiert habe. Also der Tipp war wirklich gut, den ich da bekommen habe. Und würde gerne von euch wissen, welches Produkt benutzt ihr, um eure Pickel schneller wegzubekommen? Habt ihr da irgendwas Spezielles? Benutzt ihr auch nur Teebaumöl? Weil hier sind ja noch andere Öle dabei, die eben auch sehr pflegend sind. Gerade wenn es austrocknet, muss noch ein bisschen Pflege dabei sein. Ich mache das immer nach der Gesichtsreinigung. Gehe ich damit rüber, beziehungsweise mit dem Gesichtswasser, warte ein bisschen, gehe dann damit drauf, warte wieder und gehe dann mit der Pflege drauf, also erst dann Creme. Und es gibt demnächst auch nochmal ein überraschendes Video zum Thema der Dove Cream Bar, also der Seife. Ich wasche damit seit gut, ja, einer Woche mein Gesicht und da werde ich demnächst auch eine Review zu machen. Wenn dir sowas gefällt, so kleine Produktreviews und Bewertungen, dann lasst es mich wissen. Also ich finde, mit knapp 3 Euro ist das kein teures Produkt und die Wirkung hat bei mir geholfen. Jeder Hauttyp ist unterschiedlich, also versprecht euch nicht davon, dass es bei euch genauso hilft. Wir haben alle eine unterschiedliche Haut und man reagiert anders, deswegen seht das nicht als Garantie, sondern als Empfehlung von mir. Und wenn euch solche kleinen, kurzen Reviews gefallen, dann lasst es mich bitte wissen, gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Dann bekommst du immer Bescheid, sobald es was Neues von mir hier zu sehen gibt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, euer Bastian. Ciao, ciao. Dann habe ich mir nochmal eine Balea Clear and Care Waschgel für Pinsel. Habt ihr einfach viel besser die Chance, so eine Maske richtig aufzutragen.